Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir stehen an der engvitanischen Maschine, die Adrasäule ein bisschen kaputt macht. Und in die Adrasäule sollen wir jetzt eindringen. Ja, die Dimension der Adra ist nun offen und sie zerrt an deiner Seele. Deine Gruppe in die Säule projizieren. Yeah, gleich wieder Ladescreen. Ich hoffe, der geht schnell. Aber sollte er eigentlich. Dann gucken wir mal, was uns im Inneren des Adras erwartet. Ob uns wieder Rimgrand zu Staub zermalmen will. Oder ob es was anderes ist. Auf jeden Fall ist unser Ausgang weg. Eine Kraft von innerhalb des Adras zieht deine Seele aus deinem Körper und in einen Raum aus purer Essenz. Du siehst eine fragmentierte, traumähnliche Landschaft. Es ist kein physischer Ort, sondern etwas, das dein Verstand aus der Energie um dich herum geformt hat. Ebenso wie deine Anwesenheit in diesem Raum. Ich habe Juckreiz. Kann mich jemand am Ellbogen kratzen? Ich habe ihn an meinem Körper zurückgelassen. Dein eigentlicher Körper ist immer noch in Pokokuhara. Du spürst die kalten Fliesen unter den Füßen und riechst die staubige Luft um deinen Körper herum, aber du kannst nicht in ihn zurückkehren. Irgendetwas hätte ich hier fest. Irgendwo in der Nähe heulen und schreien die Stimmen, auf die du zuvor außerhalb des... Schreien die Stimmen auf, die du zuvor außerhalb der Säulen gehört hast. Mhm. Oh, fleischig. Das Adra-Reich. Aha. Ich habe hier jetzt gerade irgendwie einen bösen Flashback an Doom. Ja, und ganz ehrlich, dafür, dass wir in einem Innenreich sind, geht... Oh, hi. Das ist dann wohl die... Forschergruppe der Valianer. Du erreichst die Quelle des Tumults, eine faulige Masse der Verderbnis, und die Seelen schreien daraus hervor, gefangen und verdorben durch den zunehmenden Verfall. This is how the gods run the beyond. I'm sure Valian Anomancy would be an improvement. Wenn die Götter so das Jenseits führen, dann würde ich die valianische Beseelung bevorzugen. Eine Handvoll Seelen, immer noch frisch und größtenteils ganz, kommt dir entgegen. Eine davon trennt sich von den anderen und starrt dich mit einer düsteren, hasserfüllten Intensität an. You do not belong here. Anaharu, du gehörst nicht hierher. Der Sprecher nimmt die Gestalt eines älteren Huala-Mannes an. Sein Antlitz bleibt nicht ganz fassbar, als ob es in kräuselndem Wasser reflektiert würde. Er ist keine physische Anwesenheit, eher eine Seele, der eine Form gegeben wurde. Anaharu war doch der alte Priester, den sie verjagt haben. Wer bist du? Hagrim, Captain der Defiant, zu euren Diensten. Dann werde ich einfach gehen. Versuch mich doch rauszuschmeißen. Wer bist du? We are the dead. Wir sind die Toten. Ach nee. Seine Stimme trifft deinen Verstand wie ein Schwengel eine Glocke. Mhm. Maybe you're dead. I do not see Tangaloa's mouth or Cyrono's doors anywhere. Vielleicht bist du tot. Ich sehe nirgendwo Tangaloas Mund noch Cyrono's Türen. Ah, das ist besser. Sie gehörte zu dem Forschungsgruppe. Eine zweite Gestalt verfestigt sich neben der ersten zu einer soliden Form und starrt ihn finster an. Ihre Essenzen schärfen sich und flimmern sich an. My storm wreaths Pokokuhara. Ngati's fist drags Valian ships to the deep. If you come to stop this, you have already failed. Mein Sturm kranzt Pokokuhara. Ngati's Faust zieht valianische Schiffe in die Tiefe. Wenn du kommst, um das aufzuhalten, hast du bereits versagt. Seine Gestalt wird schärfer, ob seine Worte wahr sind oder nicht, er glaubt zumindest daran. You come as an endorsement from your mother, I say. Du kommst als ein Geschenk deiner Mutter, sage ich. Er nickt Tikeo zu. As usual, I am the last to know. Wie üblich weiß ich als letzter Bescheid. Ja, ich bin für die Stürme... Warte, du bist für die Stürme verantwortlich wie das. Ich bin wirklich nur hierher gekommen, um die valianische Expedition zu finden. Ich wollte nur mit Eotas kommunizieren. Die Defiant hat es ohne große Probleme nach Pokokuhara geschafft. Angreifen, bringen wir es hin. Los, nehmen wir mal die vier. Ekira,
And your ancient soul will help the gust flourish into a gale. Erkehre, und deine uralte Seele wird den Windschuss zu einem Sturm heranwachsen lassen. Ngati holds our souls in this swamp, cut off from the sea. The flow of essence stops here. Ngati hält unsere Seelen in diesem Sumpf gefangen, getrennt vom Meer. Der Fluss der Essenz hört hier auf. Er blickt auf die wechselnde Landschaft jenseits deiner schwebenden Plattform aus. Etwas, das nur so aussieht wie Stein. And rots, apparently. Und verrottet anscheinend. Sie rümpft die Nase angesichts der fauligen Masse und schaut unter ihre Stiefel. The cistern overflows into the world of the living, stirring the sea and skies with the fury of the goddess. Die Zisterne ergießt sich in die Welt der Lebenden und erschüttert das Meer und den Himmel mit dem Zorn der Göttin. Bringt Stürme. Seine Lippen verziehen sich zu einem leisen Lächeln. Maya räuspert sich blinzelnd und rückt näher, um besser mitzuhören. Also beeinflusst leuchtendes Adra das Wetter oder die Seen darin tun es? An defekten Maschinen rund um die Adra-Säule ist nichts Göttliches. Ich habe Fragen zu diesem Ort. Ihr seid alle gestorben. Vielleicht kann ich helfen, euch helfen, weiterzuziehen. Nehmen wir mal das Erste. No souls travel through here. The Adra screams. Ngati grins, showing her fangs. Keine Seelen reisen hier durch. Der Adra schreit auf. Ngati grinst und zeigt ihre Zähne. Kara, then you do know my mother. Ikea, da kennst du meine Mutter doch, super. This is where Valian's scheming ends. Ngati's servant holds the dam closed to flood the living world with her vengeance. Hier enden die hinterhältigen Tricks der Valianer. Ngatis Diener hält den Damm geschlossen, um die Welt der Lebenden mit ihrer Rache zu überfluten. Er legt die Hand auf die Stelle, wo einst sein Herz lag. Ihm Bessers Seite zeigen, bist du sicher, sie werden alles tun, um ihre Investition zu schützen. Du denkst, wenn du diese Region zerstörst, kannst du Tikavara retten. Ich bin wirklich nicht gekommen, mich einzumischen. Ich gehe dann jetzt. Ich habe genug gehört. Angreifen. Nehmen wir mal die 1 oder nehmen wir die 2? Nehmen wir die 2. Obwohl du nur ein Metallsabbild der Seiten bei dir trägst, kann Anaharu sie lesen und ihren Sinn verstehen. Er richtet seinen Blick auf Besa. Don't look at me. You report to your fish goddess and I report to Sengreta Mea Compressa. Schau mich nicht so an, du bist deiner Fischgöttin unterstellt und ich der Sengreta Mea Compressa. Anaharu bringt sie mit einem wütenden Blick zum Verstummen. I am the storm of my people. Adra is the staff I wave to churn Ngati's kingdom. Ich bin der Sturm meines Volkes. Adra ist der Stab, mit dem ich Ngatis Königreich aufwühle. Er öffnet seine Hände. Der Äther um dich herum reagiert sofort und peitscht die Essenz in der Luft auf. Du glaubst in der Entfernung stürmische Winde als Antwort zu hören. Magico, you arrive at the far side of death and find this babbling brook. Madiko, hier jenseits des Todes ankommen und diesen rauschenden Bach finden, setzt sich die Schläfen mit beiden Händen. The Valians will not overrun us, while I have the strength to repel them. Die Valianer werden uns nicht überrennen, solange ich die Kraft habe, sie zurückzuschlagen. Er runzelt die Stirn Richtung Besser. If you think bad weather will hold back my countrymen, you have greatly underestimated us. Wenn du denkst, dass sich meine Landsleute vom schlechten Wetter aufhalten lassen, dann verschätzt du uns gewaltig. They will depart when the waters rise to drown their investments. This I know. Sie werden gehen, wenn die Wellen ihre Investitionen unter sich begraben. Dies weiß ich sicher. Diese Stürme verscheuchen die Fische und verderben die Ernte. Du bist der, der Tikavara tötet. Anaharu, du hast die Prüfung der Wellen verloren. Ngati hat dich als unwürdig beurteilt. Wie du lässt du die Dorfbewohner sich nicht selber verteidigen? Dann vertreibe die Valianer eben. Ich mische mich da nicht ein. Nehmen wir mal die 1. Fool! Ngati will stop churning the seas when the outsiders leave. Then I will be reborn as a Ranga. Na, sobald die Fremden gehen, wird Ngati aufhören, das Meer aufzuwühlen. Dann werde ich als Ranga neu geboren werden. Pirates and slavers drove my tribe from our old roots and havens. Piraten und Sklavenhändler vertreiben meinen Stamm von unseren alten Wegen und Zufluchtsorten. Now the Valians do the same with paper. They come to pull Adra from the earth and mill it like grain. Nun tun die Valianer dasselbe mit Papier. Sie kommen, um den Adra aus der Erde zu holen und wie Korn zu mahlen. You speak as though this Adra has been the heart and soul of your tribe for generations.
though you have only recently come here. Du sprichst, als ob diese Adraset-Generation das Herz und die Seele deines Stammes wären. Doch ihr seid erst seit kurzem hier. Adra is the heart and health of the dead fire. You whose breast is cold and still would know nothing of this. Adra ist das Herz und Heil des Todesfeuers. Eure Brust ist kalt und dennoch versteht ihr nichts davon. There is nothing more to say. Here at the end, outsider lies are a dull edge. Hier gibt es nichts mehr zu sagen. Hier am Ende haben die Lügen vom Fremden eine stumpfe Schneide. Er blickt dich finster an, während die Essenz um ihn herum sich verschärft und auffüllt. Ja, ich könnte diesen Adra zerstören, dann wäre hier nichts mehr für die Valianer. Keine Kämpfe mehr, lass mich deine Feinde zum Gehen überreden. Wir haben einen gemeinsamen Feind, aber von hier kann ich ihn nicht angreifen. Ihr seid alle gestorben, vielleicht kann ich euch helfen, weiterzuziehen. Ich habe genug gehört. Nehmen wir einfach mal die Eins. Spiteful and foolish. It would harm this tribe more than the Republics. Boshaft und töricht, es würde diesem Stamm mehr schaden als den Republiken. Sie schüttelt den Kopf und spitzt die Lippen. They would find some other horror to visit upon Tikawara. Sie würden einen anderen Schrecken finden, der Tikawara heimsucht, das weiß ich sicher. Ich erscheinte der Worte sofort ablehnen zu wollen, doch dann zuckte er zusammen und blickte den Äther an. It was my hate which strengthened this place. The gods, they are not here. Ikira. Es war mein Hass, der diesen Ort gestärkt hat. Die Götter, sie sind nicht hier, Ikira. Sie könnten vielleicht zuschauen, falls du irgendwelche letzten Worte hast. The Adra. This is my prison. And yours is the first sane voice to speak through the bars. Der Adra, dies ist mein Gefängnis und deine ist die erste vernünftige Stimme, die durch diese Gitterstäbe spricht. Er hält sich die Schläfen, wie um ein tiefes Pochen darin einzudämmen. I'll try not to take that personally. Ich werde es versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Would you destroy it? Let no Valian hands touch the Adra. Then you send me on to another life. Würdest du es zerstören, sodass keine valianischen Hände den Adra berühren, dann schickst du mich weiter in ein anderes Leben. Die Haut wirft Falten um seine Augenwinkel. Do not listen to him, friend. We both know the Islander has no idea how much a shard of this prison is worth. Hör nicht auf ihn. Hör nicht auf ihn, Freund. Wir beide wissen, dass der Inselbewohner keine Ahnung hat, wie viel eine Scherbe von diesem Gefängnis wert ist. Besser kneift die Augen zusammen. Du hast mein Wort, ich werde den Adra zerstören. Ich denke darüber nach. Tut mir leid, ich kann hier einen sauberen Profit machen. Ich werde es nicht tun. Dieser Ort hat dich in den Wahnsinn getrieben. Then I will scatter you to the ether and fatten the storm on your past lives. Da werde ich dich in den Äther verstreuen und den Sturm in deinem vergangenen Leben mästen. Oh. Ekosi, let's not be hasty. Some of us still have bodies out there. Ekosi, lass uns nicht voreilig sein. Manche von uns haben immer noch einen Körper da draußen. Sie hebt die Hand im Protest und blickt zu den Seelen ihrer Mannschaft. You don't plan on staying here, Ark? Why not let us tag along and see if we can reunite with our... what we left behind? Du hast nicht vor, hier zu bleiben. Ark, wieso lässt du uns nicht mitkommen? Vielleicht können wir uns wieder vereinigen mit dem, was wir zurückgelassen haben. Sie breitet ihre Hände in einem freundschaftlichen Geste aus. So funktioniert das nicht. Ihr seid bereits hinüber. You're not lying, are you? Du lügst nicht, oder? Sie blickt zurück zu ihrer Mannschaft und zuckt zusammen. You've all served your captain with distinction. But I think this is where we part ways. Ihr habt alle eurem Captain treu gedient, aber ich denke, dass sich hier an unsere Wege trennen. Sie nickt jedem Einzelnen zu. Wegtreten. Sie salutiert ihre Mannschaft, von der viele sofort verschwinden. Ihre Seelen vereinigen sich mit dem umliegenden Äther. Besser nicht, ihr Zunft verschwindet danach ebenfalls. Anaharu verzieht das Gesicht und macht einen Schritt vor. Ja gut, jetzt kämpfen wir gegen ein paar Huana-Geister. Okay, der tote Erforscher, der wollte nicht unbedingt. Spiel. Danke. Ich weiß echt nicht, ob diese Lags vom Spiel kommen oder der Aufnahmesoftware. Du unterdrückst die wütenden Seelen und zerreißt sie in die Bestandteile ihrer Essenz. Hinter dieser Essenzwolke spürst du das Ziehen des Kreislaufs, eine Kraft, die stetig zunimmt.
Die Säule bleibt vom natürlichen Fluss unberührt. Noch immer vibriert die Essenz vor Kraft. Sie in den Kreislauf einzuspeisen, würde den Adrum dich herum wiederherzustellen. Sie zu fragmentieren würde bedeuten, das empfindliche Kräftegleichgewicht zu detonieren und die Säule zu zerstören.